Hey, nur wegen einem blöden Wandbild muss deine Geschichte nicht zu Ende sein. Ich weiß. Ich meine, ich habe Pläne. Es ist nur, was die Riesen betrifft, ist es vorbei. Was macht das aus mir? Eine Freundin? Ja, und damit, hey, hallo und willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Nochmal alles Gute nachträglich fürs neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, hattet nicht so viel Trouble wie ich hier mit dem scheiß PC. Aber ich habe es hingekriegt, es war eine Notlösung. Aber ich denke mal, es ist schön, dass wir jetzt wieder starten können. Ich werde die Folgen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer machen müssen als sonst, damit ich ja wieder ein bisschen Vorlauf habe. Aber naja, ich freue mich total, dass es wieder funktioniert. Die Grafikkarte hat es komplett durchgehauen. War ja auch irgendwann abzusehen. Also ich hatte noch einen älteren PC von meinem Freund, der hatte noch eine ältere Grafikkarte drin und die hat es dann einfach nicht mehr geschafft. Und die Notlösung war jetzt einfach seinen neueren PC, habe ich mir jetzt einfach ausgeborgt, damit es jetzt noch weitergehen kann. Denn ja, eigentlich habe ich total viele Neuigkeiten für euch, die ich euch eigentlich im neuen Jahr an dem ersten Tag im neuen Jahr geben wollte. Aber dann muss es halt jetzt passieren. Und zwar werde ich gemeinsam mit meinem Partner im Mai auf eine Weltreise gehen. Die wird mindestens ein Jahr dauern. Und ich hatte mir fest vorgenommen, God of War Ragnarök bis dahin durchzuspielen. Und das werden wir auch schaffen. Deswegen habe ich jetzt auch keine neue Grafikkarte gekauft und jetzt nicht irgendwie neues Equipment. Ich habe einfach gehofft, dass es bis dahin noch ausreicht, dass es bis dahin noch funktioniert. Aber jetzt habt ihr die Info eben so und ich hoffe, wir genießen jetzt einfach noch die gemeinsame Zeit, die wir haben. Ich werde es, denke ich, sehr vermissen, aber ich will jetzt auch noch gar nicht daran denken, wie das dann ist, wenn ich gar nicht mehr zocken kann. Irgendwie wird es schon funktionieren. So, das sind die neuesten Neuigkeiten. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt alles gut verbracht. Und jetzt lasst mich nochmal kurz hier ein bisschen ausprobieren, wie hier alles ging. Weil ich bin ja nun doch schon ein paar. Ein ganz paar Wochen raus. Über die Feiertage und jetzt noch nach den Feiertagen. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben von ihr diese Murmeln bekommen, haben erfahren, dass die Riesen ihre Erinnerungen in diesen Perlen gespeichert hatten. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. So, warte mal, wir können ja vielleicht mal auf die Karte gucken. Und dann vielleicht nochmal Ziele der Pfad. Zu Yalla zurückkehren. Tja, jetzt wird mir klar, warum nicht alles in Ordnung war. Angreboda ist zu Recht um ihre Zukunft besorgt. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Fürs Erste gehe ich mit ihr zurück zu Yalla. Yalla war das Reittier, ne? Yalla. Aber das wird anders ausgesprochen, nicht so wie ich dachte. Ich weiß gar nicht mehr, wohin wir jetzt unterwegs sind. Wollten wir nicht auf diesen Berg irgendwie? Warum gehen wir denn jetzt zu Yalla zurück? Naja, ich lasse mich mal überraschen. Oh, das fühlt sich schon wieder so neu an. Ich muss mich hier erstmal wieder finden. Also wenn nicht gleich alles passt, dann entschuldige ich das bitte. Nee, das waren nicht die Bösen, ne? Das waren die guten kleinen Echsen. Aber das ist mir egal. Oh. Upp. Der ist bestimmt wertvoll. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Hä? Ach so, ist wieder aufgeladen. Gut. Nee, gibt nichts mehr zu holen. Es müsste jetzt auch eigentlich viel besser aussehen. Und ich hoffe, es funktioniert alles. Also ich kann euch sagen, das hier alles wieder einzurichten auf einem anderen PC mit OBS und dem ganzen Scheiß, das hat viel mehr Zeit gebraucht, als rauszufinden, woran es lag. Das Problem. Weil mein Computer ist dann immer wieder abgestürzt. Wir wussten einfach nicht, woran es liegt, haben die Grafikkarte ausgetauscht und wussten dann, okay, es liegt an der Grafikkarte, denn dann ging's. Achso, die konnten wir ja nicht abschießen. Schade. Und das aber wieder einzurichten hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Das war furchtbar. So, jetzt kommt doch bestimmt gleich wieder ein Kampf. Warte, fühlst du das? Was denn? Hilf mir mal. Wir sollten zu Yatla zurück. Irgendwas stimmt nicht. Naja, irgendwie sieht das auch schon wieder aus wie eine Kampfarena. Aber hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Dächtig. Waren wir hier nicht schon? Ja, wir waren hier schon. Wir haben hier schon gekämpft. Deswegen liegt das auch da.
Bitte lass alles funktionieren. Mein Ton, der Ton des Spiels. Das hat echt Mühe gemacht. Jatla? Angreboda, könntest du bitte... Oh oh. Geht es dir gut? Oh. Loki, was ist denn los? Ist schon gut, ich schaff das. Schau nach Jatla. Ich komme rüber. So, wie konnte ich denn nochmal ausweichen? Was denn jetzt? Wie ging denn das nochmal mit dem R1 ausweichen? Fähigkeit, genau. So, jetzt ganz ruhig. Wie ging denn das nochmal mit diesem... Das ging so nicht. Wir haben dich gleich... Nee, es war der blaue Kreis. Aber ich hatte doch diesen Steinbock noch. Wie ging denn das gleich? Ah, das war das. Das war natürlich jetzt verschenkt. Komm, du bist ja gleich down. Boda, wo bist du hin? Hallo? Hier oben. Geht's Jatla gut? Ja, das ging ihr gut. Tut mir leid. Achso, ich wollte schon sagen, einfach abgehauen. Da können wir dann durch. So, hier, ich habe hier noch irgendwas. Achso, da oben ist sie. Ah. Ah. Was war denn das hier nochmal? Sind wir da gerade hergekommen? Ja, da sind wir hergekommen. Alles klar. Ich gucke schon wieder viel zu viel rum. Also, die Murmeln. Ja, red doch mal darüber. Sind alle Überreste der Riesen? Nicht alle. Einige sind einfach weg. Aber könnten sie sein? Nicht in den neuen Welten. Sie scheint sicher. Hm. Das heißt ja, ihre ganze Familie, ne, ist... Ja. Entschuldigung, musste husten. Ihre ganze Familie ist dort in den Murmeln gefangen. Obwohl ich gerade auch nicht mehr weiß, ob die gestorben sind. Ich bin zu lange raus. Und ich will immer diese Elfen killen. Und merke dann, dass es gar nicht geht. Achso, hier war das, genau. Hier hatten wir eigentlich schon alles abgesucht, soweit. Was für ein wunderschöner Fahrstuhl. Überhaupt nicht passend in diese Gegend. Irgendwie. Vater. Aber na gut, wenn es so funktioniert. Hinter diesen Felsen liegt eine Senke, da gehen wir hin. Wir sollten... Bedrückt dich was? Keiner hat geglaubt, dass es diesen Ort wirklich gibt. Sie werden überrascht sein. Loki, von Eisenwald darf niemand erfahren. Ich dachte es mir schon. Nicht mal dein Vater. Ich dachte es mir schon. Dieser Ort ist nur deshalb sicher, weil Odin nicht danach sucht. Meine Schutzzauber halten die Monster zurück, aber wenn Asgard käme... Verstehe. Tut mir leid. Ich werde schweigen. Es war so klar. Ich wusste es, dass wir das nicht sagen dürfen. Furchtbar. Naja, aber irgendwie, wir müssen ja unsere... Wir haben ja jetzt diese ganzen Dinge hier gesammelt. Wenn, dann wird es wahrscheinlich einer der Zwerge dann wissen, ne? Sindri dann wahrscheinlich.
Thor. Ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich nochmal kurz gucke, aber ich dachte, wir hatten hier wirklich alles schon. Hey, warte auf mich. Hab gesucht. Wir haben Besuch. Was bist du denn? Wow, hallo. Tschüss. Oh. Hier ist noch eine. Also ist Irpa der Rudelführer? Nein, das ist Note, einer der Rudelältesten. Ich hätte ihn gern noch mal gesehen, aber da war ich jetzt wohl zu langsam. Achte auf die Senke davor. Da gibt's viele Kreaturen. Früher habe ich da immer Vorräte für Farben geholt. Ja? Wir sollten sie vertreiben. Deine Malsachen sind wichtig. Nur, falls du das willst. Klar. Warum nicht, Lina? Ey, verjag mich mal nicht hier. Ich war zuerst da. Dann holen wir jetzt auch noch Malzeug. Perfekt. Hey. Hey, ich, Töte Blumen? Oh, ist ein Geschenk. Danke, aber, behalt sie. Also, wir suchen Scheusalnester. Die liefern mir Vorräte, also halt die Augen offen. Naja, ich glaube, sie kann schwer damit abschließen, dass es jetzt, also dass sie ihr Ziel, wahrscheinlich den einzigen Sinn, den sie noch hatte, der sie an ihre Mutter erinnert hat, der ist ja jetzt abgetan. Ne? Sie hatte den Auftrag, uns das zu sagen und diese Prophezeiung mitzuteilen. Das war ihre Aufgabe. Daran hat sie sich vielleicht auch geklammert. Und jetzt ist das halt alles vorbei. Und ich glaube, sie möchte einfach keine Beziehung zu uns aufbauen, damit es ihr dann vielleicht nicht ganz so schwer fällt. Könnte ich mir vorstellen. Wäre ja auch offensichtlich. Warum stehen hier so viele? Gut, wir kommen hier mal hinterher. Mal gucken, wann die nächsten kommen. Es ist so dunkel hier. Lass mich mal. Boah. Scheusale, ein ganzes Nest. Die sind hier unten überall. Fang das! Wenn wir mehr Fackeln anzünden, können wir sehen, sie erledigen und mitnehmen, was ich brauche. Los geht's. Du gehst voran. Ich entzünde die Fackeln. Sag Bescheid, wenn du noch Fackeln siehst. Ich zünde sie an, dann können wir weiter. Ach, das ist das. Jawohl. Zack. Ach so. Ach so. Wie läuft's denn so? Gut. Hier unten ist es viel kühler. Gegen Midgard, ist das ein Witz? Was denn? Warum kann ich die nicht aufmachen? Ach so, es gibt noch Kreaturen. Ich mach das! Jawohl! Jetzt dann. Es riecht muffig. Wie fauliges Wasser. Ich mach das schon. Aber das sagst du jetzt nicht jedes Mal, ne? Ich mach das schon. Komm ich da nicht hin? Ach komm, das bisschen Wasser. Das ist von da drüben irgendwie. Kommen wir wahrscheinlich noch hin. Das machen die ja gerne mal, dass die uns irgendwie Sachen zeigen, wo wir noch nicht hin können. Aber es ging doch noch in die andere Richtung. Ich glaube, es ist ein Nest in der Nähe. Und die Nest. Wir sehen wieder was. Geh mal weg.
nicht mehr ins Gesicht. Ey. Oh, diese Drecksviecher. Sind aber alle weg, oder? Nee, immer noch nicht. Ich mach das! Ja, dann mach doch aber auch. Boah. Einer noch! Bam. In your face, Glitchy. So. Nee, immer noch einer. Ja nicht wundern. Ein Scheusal ist in der Nähe. So. Jetzt noch der Rest. Wenn ich wüsste, wo? Oh, das wollte ich gar nicht. Die Musik, ne? Hat was sehr Betrübliches. Was sehr Betrübliches. Kann ich jetzt in die Kiste reingucken? Oh, das Idalierholz. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das könnte eine neue Rüstung bedeuten. Aber ich glaube nur, ich weiß es nicht. Glauben ist nicht wissen. So, geht's jetzt hier weiter oder was? Oder müssen wir jetzt wieder zurück? Das war ja nur so ein, ne? Gut, dann gehe ich jetzt wieder mit zurück. Oh, ich muss jetzt erstmal wieder lernen, wie ich meine ganzen Attacken mache. Hier verirrt man sich schnell, oder? Ach, kein Problem. Wir schaffen das. Immer der Kiste nach. Geh mal weg da, andere Bruder. Ich bin da. Ich war eher da. Ich war eher da. Sonst noch jemand? Oh, was ist das denn? Oh, sieht das cool aus einfach. Ach ja, Fernkampf ist so schön. Kann ich den nicht zerschießen? Irgendwie fliegen die Pfeile immer so. Entschuldigung. Vorbei. Hier war doch noch so ein Dude. Hab dich doch gesehen. Ich hab dich doch gesehen. Das hilft.
Ach, daraus sind ihre Farben. Ich mach schon. Schon witzig, dass sie dann immer so... Wie komme ich denn da hoch? Dass sie dann immer so in Farben zerspringen. Ich schwöre, dieser Ort war früher nicht so aggressiv. Ich mach schon. Oh, da gehe ich gleich hin. Hier ist noch eine Kiste. Ich mach das schon. Wir sehen wieder was. Das war ja gemein. Nimm das! Oh, jetzt ist da gar nichts drin. Das ist aber schade. Oh. Dann nehme ich mal schön Abstand. Sei vorsichtig. Die Nester sind nicht nur hier unten. Sie können auch weiter oben sein. So. So, wir werden dann sozusagen so lange attackiert, bis die Nester alle kaputt sind. Es sind nicht mehr viele. Gut. Also ein Loch noch. Ein Nest. Ha, das habe ich gesehen. Huch, was kam da rausgeflogen? Was kam denn da rausgeflogen? Was habe ich denn jetzt gemacht? Aber hoch kann ich nicht. Nee. Nee. So, jetzt kann ich erstmal die Truhe holen. Alter, wie soll ich mir das denn merken? So. Die Musik ist echt schön. Die ist wirklich schön. Schön bedrohlich. Ich habe eine Idee. Und wenn du mit mir kommst? Wohin? Nach Midgard. In die anderen Welten. Irgendwohin. Das ist keine so gute Idee. Ich will noch brauchen, aber... Ist lieb, dass du fragst. Achso, ist auch so ein Backtracking-Ding. Okay. Also von hier kommt man dann überall hin. Hier drüben ist doch das Blaue. Da war doch noch eine Truhe oder so, oder? Oder? Aber eigentlich leuchtet es dort. Das heißt, wir waren ja wahrscheinlich schon da. Ach ja. Wir werden es schon sehen. Es ist sicher noch eins in der Nähe. Das hilft. Ja, irgendwo ist eins in der Nähe. Nee, da ist bloß eine Truhe. Wir müssen es ja erstmal finden. Ich helfe dir. Ich höre ein Nest. Wo denn? Ich muss bloß hinkommen. Ja, die kommen auch alle aus dieser Richtung, ne? Ah. Das wären dann alle.
Danke. Geht es dir besser? Etwas. Gehen wir zurück. Nee. Jetzt wird erstmal hier gelootet. Ich glaube, die andere Person, habe ich die schon geholt? Bin mir gar nicht sicher. Kralle eines Nachkommens des großen Falken Habrok, die mit Runeneigenschaften verbunden ist. So, dann zeig mal, was das ist. Wenn eine Runenbeschwörung in der Abklingzeit ist, wird der von Runenpfeilen ausgelöste Status deutlich erhöht. Verbesserungen verstärken diesen Effekt. Wir haben Schallbeben, ne? Nahkampfangriffe auf Gegner, die von Schall betroffen sind, fügen erheblich mehr Betäubung zu. Der erste Runenfall aus einem vollen Köcher verfügt eben mehr Schaden. Na, man könnte es höchstens mit dem vielleicht... Man könnte es mit dem tauschen. Gegner, die mit einem Runenfall getötet werden, explodieren und verursachen immensen Schaden in ihrem Umkreis. Das behalte ich auf jeden Fall. Der erste Runenfall fügt erheblich mehr Schaden zu. Wenn Runenbeschwörung in der Abklingzeit ist, wird der von Runenflänen ausgelöste Status deutlich erhöht. Klingt nicht schlecht, aber irgendwie... Ich muss ja erstmal wissen, wie ging denn das nochmal mit unserem Steinbock? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, verstehe. Da freut sie sich. Was ist deine Lieblingsfarbe? Muss es denn eine sein? Nicht, wenn du mehrere hast. Nein, warte. Blau. Nein, es ist grün. Gelb ist auch schön. Oh. Aber wie könnte ich Rot vergessen? Ach ja, unsere Rage ist echt schön. Die gefällt mir. So, ich weiß, du willst da lang, aber ich will trotzdem noch mal kurz da gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Habe ich was vergessen? Nee, das war diese Truhe. Ja, dann wird es wohl richtig sein. Guck mal, hier ist noch was. Das haben wir vorhin runtergeschossen. Also es lohnt sich auf die... Oh! Ein Hund, die Gegner. Moment! Einfach immer drauf. Jawohl. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn so plötzlich her? So, da oben war ich, oder? Ja, da waren wir. Ich habe halt immer das Gefühl, ich habe was vergessen. Naja, egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, wir haben Ressourcen genug und ich will ja auch mal wissen, wie es weitergeht jetzt. So, Kampf. Ja. Da ist jemand sauer, weil wir ihre Nester zerstört haben. Das mussten wir. Kein Unterschied. Ich bin da. Na gut, okay. Ich mach das. Bereit.
langsam. Das war da zweimal R1, glaube ich. Das war zu spät. Fuck. Na gut, dann machen wir es halt nochmal. Auch nicht schlimm. Kann ich noch einen Schluck trinken. So. Ach, man wächst auch in alles wieder rein. Ach schön, da können wir sogar hier anfangen. Ach nein. Kein Werkstuhl. Da ist jemand sauer, weil wir ihre Nester zerstört haben. Das mussten wir. Macht keinen Unterschied. Ich bin da. So lange wie möglich einfach mit Fernkampf. Fang da! Ich helf dir! Nee, ich will den hier. Irva Isa! Oh Mann! Oh. Vielleicht könnte ich ja nochmal gucken, wo meine Attacken stehen. Wie ging denn das mit diesem... Oh, mein Rücken. Wie ging denn das mit diesem Steinbock nochmal? Oh, Fähigkeiten. So, lass mich mal gucken. Wir haben ja beim Angriffen von Gegnern, die von Atreus Scheibe... Ja? Ja, ja. Das war dieses, ne? Das war der grüne. Wenn ich hier eins gedrückt lasse, dann ist er noch stärker. Halten Sie beim Ausweichen nach vorne, drücken Sie hier eins, um einen Schildschlag mit hoher Betäubung auszuführen. Wie soll ich mir denn das alles merken? So, warte mal. Hm? Das ist nur... Das habe ich schon gemacht, genau. Achso, R1 und hier... Beim Sprinten R2. R1 mache ich ja schon immer. Nee, das war beim Ausweichen. Ich probiere es einfach mal. Ach nein, kein Backstroke. Da ist jemand sauer, weil wir ihre Nester zerstört haben. Das mussten wir. Macht keinen Unterschied. Ich helf dir. Ich bin noch ausgewichen. Scheiße. Jaulwurf! Den jetzt mal anvisieren. Danke. Ja.
Wir Atrop! So, und jetzt? Was mache ich den? Wo ist er denn? Bereit. Aber das nervt mit dem Anvisieren. Dann eben so. Sauber! So kann ich jetzt endlich mal nicht verwandeln. Alles gut? Oh. Ja. Und du? Hauen wir hier ab. Wie habe ich das denn jetzt nochmal gemacht? Ich habe, glaube ich, habe ich hier eins gedrückt und dann irgendeine Taste? Ab nach Hause. Na dann. Soll ich zuerst, oder? Ich dachte, wenn ich mein Schicksal kenne, verändert mich das. Aber ich bin immer noch ich. War das bei dir auch so? Du wirst immer derselbe bleiben, Loki. Es geht darum, sich damit abzufinden. Und du hast dich damit abgefunden? Das dachte ich. Derselbe Weg? Nee, um die Senke herum. Das geht schneller. So, das verschollene Heiligtum. Durch den Sumpf heimkehren. Was denn jetzt? Ach so, wir gehen zu Hus. Ich dachte, wir können... Ah, warte mal kurz. Meine Fußstütze macht einen Abgang. Die brauche ich aber, sonst tut mir irgendwann der Rücken weh. So. Ja, dann machen wir das noch und dann hoffe ich, dass ich dann Hallo, ein Folgenende machen kann. Das wollte ich fragen. Deine Mutter hatte Vision. Sehen alle Riesen die Zukunft? Manche. Ein Traum. Hey, stimmt. Ich habe von Thor geträumt. Thor? Und es wurde wahr. Er kam zu unserem Haus. Echt? Jetzt? Klingt ja wie ein Albtraum. Ja, schon. Was ist das? Glühwürmchen? Sind die gefährlich? Du bist ja süß. Hm. Wie hübsch. Ja. Niedlich, die zwei. Naja, aber ich habe das mit Kratos nicht vergessen. Ich habe die Prophezeiung nicht vergessen, Leute. Und ich finde das auch immer noch nicht geil, aber ich hatte genug Zeit, mich damit abzufinden. Gerade rechtzeitig. Wofür? Oh, wow. Ich weiß, es war seltsam, mehr als einmal, aber ich fand das schön. Ich auch. Was für ein friedlicher Moment. Ich glaube, es wird nicht viele von denen im Spiel geben. Da ich nun den Weg hierher kenne, könnte ich jederzeit wiederkommen, oder? Wann? Weiß nicht. Wenn alles vorbei ist. Also nach Ragnarök? Ja. Ja. Da habe ich noch nichts vor. Oh, ich ahne aber irgendwie Schlimmes. Na komm, du schaffst das. Was ist hier oben? Eine Abkürzung. Braves Mädchen. Du schaffst das, Jatla. Ich glaube an dich. Gönn dir, Jatla, eine Pause. Oh, okay. Das war zu viel. Ach, hier gibt's nochmal die Äpfel, ne? Das war übrigens ernst gemeint. Wirklich. Über deine Bilder. Sie sind wirklich gut. Willst du mich aufmuntern? Ja. Funktioniert es?
frag mich noch mal in... Wurde auch Zeit. Was zum... Halt's Maul. Zu spät zum Jammern. Jetzt. Wer ist das? Wer war das? Grilla. Sie. Nein. Was ist los mit ihm? Ich kann nichts fühlen. Nichts zu fühlen. Grilla hat seine Seele weggeflüstert. Weißt du, wo sie wohnt? Was hast du denn vor? Ich habe schon genug Wölfe begraben. Folge mir. Das verschollene Heiligtum. Den Wolf aus Grelas Fängen befreien. Oh nein, was ist denn mit dir? Oh, nein, das wollte ich nicht. Aber den nehme ich mit. Hier ist noch eine. Also ist Irpa der Rudelführer? Nein, das ist Note, einer der Rudelältesten. Schon wieder? Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verpasst. Oh Mann. Ich hoffe, der kommt nochmal, immer wenn ich Ressourcen sammle. So, Leute, ich glaube aber an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal ein Folgenende. Es wird spannend. Also ich freue mich drauf. Ich habe eigentlich jetzt endlich mal gehofft, dass wir aus Eisenwald zurückkehren in die andere Welt, in der wir ja eigentlich gerade schlafen, aber irgendwie auch nicht. Aber sowas, so eine Mission, in der man Tiere vor den bösen Fängen von irgendjemandem befreit, das finde ich doch immer toll. Da bin ich immer sofort dabei. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Trotz dieser langen Pause jetzt wird es jetzt aber weitergehen bis Mai. Und mit diesen Worten sage ich jetzt vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.